Nein, ja, vielen Dank für die wunderbare Einführung. Ich freue mich jetzt, etwas aus meiner Forschung hier vorstellen, berichten zu können. Klinische Parapsychologie und Bindungsforschung. Welche Rolle spielen Bindungsstile bei außergewöhnlichen Erfahrungen? So, also grobe Gliederung. Ich werde zunächst ein bisschen was zur Phänomenologie außergewöhnlicher Erfahrungen sagen und insbesondere die wichtigsten AGE-Formkreise vorstellen, mit denen wir es in der Beratung zu tun haben. Und da werden wir schon sehen, dass das Thema Bindung eine zentrale Rolle spielt in der Phänomenologie dieser Formkreise. Dann komme ich zu einigen empirischen Ergebnissen im Hinblick auf spezifische Kliententypen mit außergewöhnlichen Erfahrungen und Korrelationen, systematische Korrelationen der verschiedenen Formkreise mit sozialer Bindung. Und da ist dann natürlich dann schon der Übergang zur Frage der Bindungsforschung. Und dann sage ich ein bisschen was zur Bindungsforschung, Bindungsmuster, Bindungsrepräsentation bei Erwachsenen. Und dann geht es um die Frage, kann man bei den AGE-Klientel-Typen, die ich schon vorgestellt habe, auch bestimmte Bindungsstile identifizieren? Gibt es da auch einen bestimmten Zusammenhang? Und nachdem wir uns damit beschäftigt haben, kann man das Thema noch ein bisschen verbreitern. Dann komme ich noch auf so eine vergleichende Fragenpuppenstudie mit dem Fragebogen zur Phänomenologie außergewöhnlicher Erfahrungen zu sprechen, wo wir nicht nur Ratsuchende haben, sondern auch die Normalbevölkerung und Menschen mit Nahtoderfahrung und da auch noch mal schauen, wie sieht es denn in anderen Populationen aus mit dem Zusammenhang zwischen sozialer Bindung und außergewöhnlichen Erfahrungen. Und wenn die Zeit reicht, sonst müssen wir es vielleicht in die Diskussion nehmen, kann man auch noch mal kurz die Frage stellen, ja, dieses ganze Thema Autonomie und Bindung, wie kann ich das eigentlich jetzt verstehen, auch im Hinblick auf den ontologischen Status solcher Erfahrungen? Da kann man dann vielleicht abschließen, können wir da noch ein paar Worte verlieren. Fange ich mal an mit den phänomenologischen Untersuchungen und beginne mal mit der Grundlage unseres Klassifikationssystems. Das ist inspiriert von Thomas Metzinger, der ja so eine eigene Theorie der mentalen Repräsentation hat. Und da unterscheidet er zwischen einem Selbstmodell und einem Weltmodell. Und man kann die beiden eigentlich, diese beiden Modelle als Komponenten eines sozusagen übergeordneten Realitätsmodells sehen. Und da ist dann eben ein Ansatzpunkt, um zunächst einmal rein phänomenologisch auch außergewöhnliche Phänomene zu verorten, die dann letztlich ja die Bausteine für außergewöhnliche Erfahrungen sind. Denn wir müssen unterscheiden zwischen Phänomenen oder Erlebnissen und Erfahrungen. Denn hier, das ist jetzt ganz wichtig, dieses Realitätsmodell von Metzinger, das phänomenale Realitätsmodell, ist jetzt kein Modell im Sinne von Weltanschauung oder Glaubensüberzeugung. Das würde ich als kognitive Realitätsmodelle bezeichnen. Hier geht es erstmal darum, wie unmittelbar Phänomene sich sozusagen zeigen, also wie wir die einfach spontan wahrnehmen. Und da ist es eben so, dass die trotzdem schon so eine Art primordiale, dass es da schon eine primordiale Struktur gibt, in denen diese Phänomene erscheinen. Und das ist eben dieses phänomenale Realitätsmodell. Und da ist es üblicherweise so, dass wir Phänomene, und mit Phänomenen meine ich alles, was erscheint, das können Gedanken sein, Gefühle, es kann aber auch der Tisch in der Außenwelt sein. Also jetzt wirklich phänomenologisch im eigentlichen Sinne. Da können Phänomene eben im Selbstmodell erscheinen. Wir können also Phänomene in uns selbst wahrnehmen. Und außergewöhnliche, jetzt versuche ich mal hier zu schalten. Haben wir jetzt dieses Schaltproblem? Da wollte ich gar nicht hin. So, jetzt haben wir es. Okay. Und wir können jetzt, übrigens, dieses Modell gilt eigentlich für alle Phänomene, nicht nur für außergewöhnliche, aber außergewöhnliche Phänomene wären jetzt welche, die eben abweichen von unseren Erfahrungen, die wir üblicherweise schon gemacht haben und unseren Erwartungen. Und ich kann zum Beispiel fremde Gedanken in meinem Selbstmodell wahrnehmen, sodass dann eigentlich so die Gesetzmäßigkeit der Meinigkeit verletzt ist. Denn normalerweise nehme ich im Selbstmodell Gegebenheiten wahr, mit denen ich mich identifiziere.
Und umgekehrt kann ich eben in der Welt auch Phänomene wahrnehmen, Erscheinungen, Spuk, unsichtbare Anwesenheiten, die verletzen dann in der Regel Erwartungen gemäß der Naturgesetze, ja, dass Dinge sich nicht von selbst bewegen und so weiter. Also wir haben schon mal diese Lokalisation, Phänomene können im Selbstmodell oder im Weltmodell erscheinen. Nun sind die Modelle einerseits ja irgendwie separiert, wir unterscheiden die, aber sie sind natürlich auch verbunden und zwar psychophysisch, vor allen Dingen über unsere Leiblichkeit und den Körper. Also der Leib als gespürter Körper sozusagen, Teil des Selbstmodells, der physische Körper als sicht- und tastbarer Körper in der Außenwelt, als Teil des Weltmodells. Und da kann es eben auch Abweichungen geben, nämlich wenn ich plötzlich Automatismen habe, eine Paralyse oder eine außerkörperliche Erfahrung, dann ist die übliche solide Verschränkung zwischen Leib und Körper in irgendeiner Weise gelockert oder gelöst. Und auf der anderen Seite kann es auch sogenannte Koinzidenzphänomene geben, wo Verbindungen zwischen dem Selbst- und Weltmodell erlebt werden, die eben in dem Sinne ungewöhnlich sind, dass zum Beispiel Wahrnehmungen gemacht werden, die außersinnlich zu sein scheinen. Also nicht über die üblichen Sinnesorgane. Wir denken jetzt an sowas wie Telepathie oder Präkognition. Und da möchte ich diese Formkreise hier mal kurz zeigen, die sich jetzt ergeben, empirisch, wenn wir mal 2400 Fälle untersucht und dann zeigt sich eigentlich, dass 95% unseres Beratungsaufkommens sich auf 6 Formkreise von außergewöhnlichen Erfahrungen verteilt. Und das ist einmal so ein klassischer Formkreis, internale Präsenz und Beeinflussung, das wären rein internale Phänomene, Spuk und Erscheinung, auf der anderen Seite rein externe Phänomene. Dann haben wir 2 verschiedene Varianten von Koinzidenzphänomenen, außersinnliche Wahrnehmung. Da haben wir eigentlich das erste Phänomen in uns selbst und erleben eine Bestätigung in der Außenwelt. Ich komme gleich zu Beispielen. Bei sinnvollen Fügungen ist es eher umgekehrt. Ich nehme irgendwelche Ereignisse in der Außenwelt wahr und beziehe die dann auf mich. Und die kommen mir dann eben nicht zufällig vor, sondern irgendwie wie Botschaften oder Zeichen oder vielleicht auch wie ein Fluch. Und in selteneren Fällen, jeweils zu 4%, haben wir es auch zu tun mit 2 Varianten von Dissoziationsphänomenen. Hier Dissoziation wirklich nur im engeren Sinne als psychophysische Dissoziation gemeint. Bei Mediumismus und Automatismen, da kann es dann eben sein, dass der Körper sozusagen ohne meinen Willen in irgendeiner Weise agiert, automatisches Schreiben, ja, autonome Körperbewegungen, die ich nicht mehr selber kontrolliere und steuere. Und auf der anderen Seite gibt es diese Phänomene, die mit der Schlafparalyse verknüpft sind, dass Menschen wach sind, sich nicht bewegen können. Aber nur deswegen kommen die im Allgemeinen nicht zu uns in die Beratung, sondern dann, wenn sie dann auch noch so spukartige Phänomene zusätzlich erleben und das Gefühl haben, da ist irgendwie eine unsichtbare Wesenheit und die versucht, sie zu attackieren, während sie sich nicht bewegen können. Das sind also die 6 Formkreise. Und wir sehen hier schon eine gewisse Symmetrie. Und worauf ich jetzt hinaus möchte, zunächst mal ist es eigentlich diese Koinzidenzphänomene damit beginnen, dass wir irgendwas Ungewöhnliches wahrnehmen. Und dass dann aber wir ein Kontinuum haben, wenn wir uns jetzt mal diese internalen Phänomene angucken, ja, dass es zum Schluss zu einem Verlust von Verhaltenskontrolle kommt. Und diese sozusagen, das ist eine Kontinuität, die hat was zu tun mit eine Art von ich-fremder Bindung an die Außenwelt, die da erlebt wird. Und das möchte ich Ihnen hier kurz an den kurzen Beispielen hier demonstrieren. Bei der außersinnlichen Wahrnehmung berichtet eine Frau, ich habe nun schon seit 25 Jahren diese Traumerlebnisse. Ich habe mich nach einem heftigen Erdbeben auf das Dach eines Hauses geflüchtet. Ich sah das Wasser kommen. Da war eine Frau, die mit dem Auto wegfahren wollte. Ich wollte sie warnen und ich schrie, sie sollte in das Gebäude rennen. Die Menschen, die mit mir auf dem Dach waren, versuchten ebenfalls, sie zu warnen. Aber die Frau hörte uns nicht, das Wasser war so extrem laut. Der Mann, der zu ihrem Auto lief, hatte keine Chance. Bevor er das Auto erreichte, wurde er vom Wasser mitgerissen. Genauso wie die Frau mit ihrem Auto. Dann wachte ich schweißgebadet auf. Ich ging an meinen PC. Als ich dann die Schlagzeile las, da hat es mich fast umgehauen. Ich machte den Fernseher an. Ich war fassungslos wie gelähmt. Das Benebeltsein war immer noch da, als wenn ich in einer Art Zwischenwelt hängen würde. Irgendwann zeigte man ihm in einem Film von dem Tsunami. Das Wasser, also die Farbe und die Trümmer, die kamen mir erschreckend bekannt vor. Und dann war da dieses weiße Auto. Das sah dem Auto, in dem die Frau gesessen hatte, sehr ähnlich und ich konnte einfach nicht mehr und fing an zu weinen. Mir geht es jetzt gar nicht darum, wie wir jetzt die Erfahrungen im Hinblick jetzt auf den ontologischen Status bewerten, sondern da, dass jetzt hier ja das Ungewöhnliche ist, dass jetzt eine Verbindung zur Außenwelt besteht.
die zunächst erstmal so wahrnehmungsmäßig ist, aber doch schon sehr emotional verarbeitet wird. Das kann sich dann zuspitzen bei diesem Formkreis internale Präsenz und Beeinflussung. Da wird die außersinnliche Wahrnehmung nämlich intrusiv. Zum Beispiel hier, ich werde jede Nacht ein- bis mehrfach von einer Person aus dem Schlaf gerissen, die wohl ungewöhnliche mentale Fähigkeiten entwickelt hat. Ich habe sie näher kennengelernt, da ich bei ihr Mitarbeiterin wurde. Sie war mir sehr sympathisch. Zwischen uns hat sich eine so enge Verbindung entwickelt, dass sie oft wusste, was ich denke und dass ich oft etwas erledigt habe, an das sie gedacht hat. Es hat auf jeder Entfernung funktioniert. Nach 1,5 Jahren wurde sie versetzt ins Ausland. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie weg ist. Anfangs hat mich das sehr fasziniert und dann allerdings ganz schnell gewandelt. Angefangen hat es mit starken Kopfschmerzen, immer am Wochenende. Es hat sich angefühlt, als wollte sie sich in meinen Kopf bohren. Als es dann vor gut 2 Jahren ganz schlimm wurde und auch noch körperliche Schmerzen aufgetreten sind, habe ich sie angerufen, aber sie hat sich geweigert, mit mir zu sprechen. So habe ich ihr mehrfach geschrieben. Inzwischen ist es so, dass ich ein- bis mehrfach pro Nacht von den Schmerzen wach werde und jedes Mal feststellen muss, dass sie mit mir in Kontakt steht. Auf das Schreiben hat sie ihr nie geantwortet. Hier haben wir jetzt also nicht mehr einfach irgendeine Wahrnehmung, sondern hier haben wir jetzt das Gefühl, gegen den eigenen Willen beeinflusst zu werden. Und das spitzt sich dann noch zu bei Mediumismus und Automatismen. Da schreibt oder berichtet eine Frau in einer Sitzung, ich merke, dass irgendwas in mir drin ist, das ist nicht okay, dass ich die Kontrolle nicht mehr so habe. Dann fange ich an zu schreiben, gucke dann, was ich da drin schreibe, ich weiß es nicht, ich lasse einfach die Hand gehen, was ich geschrieben habe, meistens werfe ich dann anschließend weg, weil dann so viele negative Dinge kommen. Versuche das zu ignorieren, zum Beispiel ist mal gekommen, dass mein Mann nicht lieb ist, wobei das ist keine Frage, die ich gestellt habe. Ich fühle jemand in mir, ja, und wenn ich jemand in mir fühle, ja, dann kann ich nicht frei sein. Aufgrund dessen sage ich, bin ich nicht selber und sage manchmal, ich kann nicht Sex mit dem Ehemann. Oder ich versuche oder ich unterstütze ihn aber so, dass wir nicht, dass es nicht zum sexuellen Kontakt kommt. Ich habe auch Spaß an Liebe machen, an Sexualität. Ja, wenn ich frei bin, ich liebe die Sexualität, ja, mein Mann. Ich spüre jemand anderen in mir drin. Haben Sie den Film Der Exorzist gesehen? Es hört sich vielleicht zu komisch an, aber so ähnlich. Ich fühle mich besessen. So. Was man hier jetzt eigentlich sieht, es fängt eben an mit einer Form von internalen Perzeption bei diesen außersinnlichen Wahrnehmungen. Es kommt zu einer internalen Intrusion im Formkreis internale Präsenz und Beeinflussung. Der setzt im Grunde die internale Perzeption voraus. Also ich muss irgendwas wahrnehmen, aber ich bin sozusagen jetzt auch plötzlich gegen meinen Willen ein Empfänger von irgendwas, was mir sendet. Und was wiederum vorausgesetzt wird, ist die Intrusion, damit es zu dem Erleben von Okkupation kommen kann. Das wäre dann so eine Besessenheit. Und da kommt es dann auch zu einem Verhaltenskontrollverlust. Ja, und hier sehen wir eigentlich schon ein Kontinuum, ja, dass hier zunehmend so eine Art ich-fremde Bindung entsteht oder Autonomie verloren geht. Auf der anderen Seite haben wir das Gleiche auch, das zeige ich jetzt nochmal, im externalen Spektrum. Wir haben auch eine externe Perzeption bei den sinnvollen Fügungen. Wir haben eine externe Intrusion dann bei Spuk und Erscheinungen. Und wir haben eine externe Okkupation, denn oft ist es so, dass dieser Nachbar dann von außen versucht, in den Körper einzudringen. Und die Personen das Gefühl haben, sie werden auch aus ihrem Körper verdrängt. Ja? Also einmal passiert das Ganze von außen, aus dem Weltmodell, und einmal von innen, vom Selbstmodell. Ja, hier mal ein Beispiel für sinnvolle Fügungen. Das sind jetzt keine positiven Fügungen. Wenn die Leute zu uns, die Beratung kommen, ja, dann haben sie natürlich eher das Gefühl von Pech und Unglück oder verfolgt, verflucht zu sein. Ja, mein Mann und ich haben uns vor 3 Jahren ein Haus gekauft. Circa 4 Wochen, nachdem wir eingezogen sind, brach sich unser Hundewelpe sein Bein. 3 Monate nach unserem Einzug fuhr ein Geisterfahrer frontal in unser Auto. Mein Bein wurde zertrümmert. Einige Zeit darauf stellte man bei meinem Vater eine Wirbelsäulenerkrankung fest. In dieser Zeit fiel unsere Oma und brach sich das Handgelenk. Danach wurde meine Mutter einer Thrombose mit Lungenembolie festgestellt. Zu dieser Zeit wurde ich schwanger. Ich hatte krankheitsmäßig alles, aber unser Sohn kam gesund zur Welt. Mit 5 Monaten hatte er einen Ausschlag im Gesicht und unsere Kinderärztin sagt, er habe Lupus und würde nur noch 6 Jahre leben. Das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Mein Mann ist hier im Haus schon 2-mal die Treppe runtergefallen, ich auch, und habe mir den Vorderfuß gebrochen. Ich habe vor 3 Wochen mein 2. Kind verloren. Ich war im 4. Monat schwanger. Mein Mann will das Haus nun verkaufen. Ich will auch weg. Es ist zu viel passiert. Kann man das Unglück mitnehmen? Ich habe Angst, dass wir es in ein neues Haus mitnehmen, weil es wie Pech an uns klebt. Ja? Das sind alles konventionelle Ereignisse. Aber die treten in einer Häufung und Intensität auf, dass die Personen sagen, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und das Gefühl haben, es gibt irgendwie so eine Art
äußere, höhere oder irgendeine Art von Ordnung oder Macht oder Kraft, die das natürlich irgendwie inszeniert. Also hier haben wir schon eine Form von Autonomie, die ja in der Außenwelt wahrgenommen wird, die mir aber nicht wohlgesonnen ist. Beim Spuk spitzt sich das Ganze dann zu oder wird das sozusagen wesenhaft. Meine Frau und ich sind vor circa 4 Jahren in unsere jetzige Wohnung eingezogen. Am Anfang war so ziemlich alles in Ordnung, bis wir dann nach circa 5 Monaten nächtlichen Besuch bekamen. Es äußerte sich in Temperaturschwankungen im Raum und körperlichem Kontakt, am Bein streicheln, berühren. Erst bei meiner Frau und ein paar Wochen später auch bei mir. Die Ereignisse häuften sich bis zur Erscheinung am Tage. Weiße Schatten im Augenwinkel, hörbare Schritte ab und an Türen, die sich ohne Grund öffnen, schließen, gefühlte Anwesenheit einer Person und Erscheinung in der Nacht. In den letzten Nächten sah meine Frau eine mittelgroße weiße Gestalt, ca. 1,70 Meter, hörte Schritte die Treppe hinab und hinaufgehen, ohne dass es etwas zu sehen war. Letzte Nacht sah sie im Flur eine schwarze Gestalt stehen, die ca. 1,85 Meter groß war und eine Kapuze auf hatte, Mönchsgestalt. Ich selber habe im Augenwinkel Erscheinung gesehen, höre Schritte, habe, seitdem sich nachts die Geschehnisse häufen, ohne dass ich etwas davon wusste, einen unruhigen Schlaf. Was eventuell eine Rolle spielt, ist, dass wir Eltern eines kleinen Jungen sind und sich die Ereignisse seitdem häufen. Was Sie vielleicht auch merken, ist, dass in den ganzen Berichten oder sehr häufig irgendwie auch zwischenmenschliche Aspekte eine Rolle spielen. Ja? Also, aber auch rein phänomenologisch haben wir jetzt eine extreme Form von anomaler Autonomie in der Außenwelt. Und das spitzt sich hier nochmal zu und wird jetzt auch, wie bei dem Mediumismus, okkupativ. Ich will den Namen meines Mannes schreien, aber ich kann mich nicht bewegen, nicht schreien. Der Körper ist wie gelähmt, ein ganz schwerer Druck auf der Brust, als ob ein erwachsener Mensch darauf sitzt. Es macht mir Angst, dass so eine unbeschreiblich starke Energie versucht, mich rauszuziehen und rauszuschieben. Für mich beginnt da der Kampf ums nackte Überleben. In letzter Zeit haben diese Phänomene an Intensität zugenommen. Merklicher Temperaturabfall im Zimmer. Die Bettdecke beginnt wie wild zu flattern, kräftiges Schlagen gegen das Bett. Vor ein paar Tagen gingen mein Mann und ich zu Bett. Kaum habe ich mich hingelegt, verspürte ich diesen immens starken Druck auf der Brust. Um mich herum vibrierte alles. Da packte mich mein Mann an der Hand und sagte, hier stimmt was nicht. Es zittert und vibriert um mich herum. Bisher war mein Mann im rechten Moment zur Stelle, konnte mich zurückholen. Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass nur noch ein winziges Stückchen meiner selbst im Körper war. Was passiert, wenn kein Platz mehr für mich in meinem Körper ist? Das sind keine Fantastereien oder Wahnvorstellungen, keine Träume. Auch hier sehen wir also jetzt so ein Kontinuum, ja, bis zur Verhaltenskontrolle, bis zu diesem Verlust. Und wir können das jetzt eigentlich mal so zusammenfassen. Wir haben am Anfang so eine Art ich-fremde Bindung im Selbstmodell, die bis zu einem Verlust von Autonomie führt. Und auf der anderen Seite eine ich-fremde Autonomie im Weltmodell, die bis zu einem Verlust von Bindung führt. Und das ist jetzt erstmal schon mal bemerkenswert. Das ist jetzt phänomenologisch, aber es ist eine Systematik. Und wir haben eigentlich zwei Formkreiskontinua, die auch ein Spektrum bilden, weil unten gehen die wieder ineinander über. Also dieser Verlust, da geht es von innen nach außen oder von außen nach innen. Und es gibt auch Fälle, in denen mediumistische Dinge übergehen in den Nachtmahlschlafparalyse oder in den Spukbereich und umgekehrt. Und oben gibt es natürlich auch Überschneidungen zwischen den Koinzidenzphänomenen. Also es ist jetzt sozusagen auch nichts Separiertes, es sind so zwei Kontinua, aber auch diese haben eigentlich einen gewissen Zusammenhang. So. Das war ein Formkreis. Das ist jetzt phänomenologisch erstmal das, was Leute berichten. Und wichtig ist jetzt einfach mal festzustellen, dass solche Erfahrungen grundsätzlich mal weit verbreitet sind, aber auch oft positiv und bereichernd erlebt werden. Damit meine ich jetzt überhaupt mal außergewöhnliche Erfahrungen. Die ich vorgestellt habe, jetzt nicht unbedingt. Ja, mit denen kommen die Leute in die Beratung. Und da stellt sich eben auch heraus, dass zusätzlich zu den AGE 66% sich auch durch ihre Lebensumstände belastet fühlen und 50% so Anzeichen von psychischer Auffälligkeit zeigen und auch 40% Psychotherapie oder Psychiatrie-Erfahrung haben. Ja, jetzt gibt es da unheimlich viele Diskussionen darüber. Was haben jetzt außergewöhnliche Erfahrungen mit Psychopathologie zu tun? Und es gibt viele Korrelationen und Konzepte und Konstrukte, die da irgendwie korrespondieren, Traumatisierung, Fantasieneigung, Dissoziation, Schizotypie. Aber diese ganzen Beziehungen sind widersprüchlich. Auch die Konstrukte untereinander haben korrelative Zusammenhänge und man weiß eigentlich, man hat kein klares Bedingungsgefüge. Und natürlich treten AGE auch oft ohne diese Auffälligkeiten auf und diese Auffälligkeit umgekehrt auch ohne AGE. Die Frage ist aber, gibt es einen gemeinsamen Nenner? Ja, und ein gemeinsamer Nenner so im psychiatrischen Kontext ist, der wird gerne hergestellt mit einem Psychosekontinuum. Da werden diese Erfahrungen als subklinische Symptome auf dem Psychosekontinuum betrachtet.
Das ist ein Thema, das wird die Annette Zwickel hier in ihrem Vortrag behandeln, weil da haben wir auch mal geguckt, das ist so nicht plausibel und kann man auch zeigen, dass das was anderes ist. Es ist zwar korrelierende, aber nicht identische Konstrukte sind. Interessant ist jetzt vielleicht, gibt es da irgendwas auf der psychologischen, motivationalen Ebene und hat das vielleicht auch was mit Autonomie und Bindung zu tun? Und da haben wir ja unser Dokumentationssystem in der Beratung. Da machen wir unsere eigenen Einschätzungen. Wir erfassen die AGEs, Kontextvariablen, Soziodemografie und klinische Variablen. Und da habe ich jetzt gut dokumentierte Beratungsfälle zwischen 1998 und 2014 ausgewertet. Und Clusteranalysen, wo man jetzt mal guckt, gibt es eigentlich typische Klienteltypen, die sich durch einen Formkreis oder zwei Formkreise, über die sie berichten, auszeichnen. Da geben sieben Typen, nämlich sechs formkreisspezifische, die alle so einen spezifischen Formkreis miteinander teilen und einen Koinzidenzen-Mischtyp gibt es. Und wenn man jetzt, interessiert man sich natürlich für Gruppenunterschiede. Unterscheiden die sich allein aufgrund der Phänomenologie ihrer Erfahrung gebildeten Klienten bezüglich anderer Merkmale? Ja, da findet man einen hochsignifikanten Unterschied im Alter. Da findet auch noch was in der Hochschulreife und in der Erwerbstätigkeit. Geschlecht, Schulbildung, Berufsabschluss, Religion, da ist nichts Signifikantes. Die signifikantesten und auffälligsten Merkmale sind aber Variablen zur sozialen Bindung. Partnerschaft, sind die Leute in einer festen Partnerschaft oder nicht? Ehestand, verheiratet, ledig oder verwitwet? Haben sie Kinder oder nicht? Das sozusagen sind alles signifikante Gruppenunterschiede. Bei der Wohnsituation, das wird knapp nicht signifikant. Also ob sie alleine wohnen oder mit anderen zusammen wohnen. Wenn man sich jetzt die sieben Kliententypen, von denen ich gesprochen habe, anguckt, dann haben wir hier so einen außersinnlichen Wahrnehmungstyp, den sinnvollen Fügungstypen, so einen Mischtyp, Ankündigungsphänomene nenne ich das mal. Das sind dann so, die haben beides, die nehmen Erscheinungen wahr und die Erscheinungen kündigen einen Todesfall an, dann haben sie auch mal außersinnliche Wahrnehmung. Und diese Prozentzahlen, die da stehen, das sind in jeder Gruppe, das ist es der Anteil, der in einer festen Partnerschaft ist. Ja, da sehen wir jetzt bei diesen hier, sind ungefähr 50%, zwischen 55, 52, 56% jeweils haben in einer festen Partnerschaft. Wenn wir uns jetzt die anderen Typen angucken, gehen wir mal jetzt das internale Kontinuum runter, dann haben wir hier 41% Partnerschaft bei dem internale Präsenztyp. Und wenn man noch weiter rumgeht, plötzlich 61% Partnerschaft bei diesem Mediumismus-Typ. Und auf der anderen Seite, jetzt wird es interessant, ist völlig komplementär, haben wir plötzlich einen Anstieg auf 61% beim SKPK-Typ, also Spuk und Erscheinung, und plötzlich nur 35% in Partnerschaft bei dem Nachtmau- und Albdrücken-Typ. Und diese Unterschiede sind hochsignifikant zwischen den Gruppen. Ja? Also das heißt, wir haben hier Gruppen gebildet aufgrund ihrer Formkreise und stellen fest, die unterscheiden sich signifikant bezüglich ihrer Partnerbindung. Das gilt auch noch für verheiratet und so. Ich habe das nur mal so als, weil das so der stärkste Faktor ist, die Partnerschaft. Dann fragt man sich natürlich, gibt es da vielleicht jetzt irgendwas Interessantes mit der Partnerschaft oder mit Beziehungen? Also überhaupt diese sozialen Variablen. Dann habe ich mir damals eben irgendwann mal gedacht, jetzt muss ich mich doch mal mit Bindungsforschung mehr beschäftigen. Weil Bindungsforschung und Bindungsstile und so weiter, das ist eigentlich ein sehr zentrales Thema in der Psychologie. Die Bindungstheorie, die geht ja zurück auf Bowlby und der hat ein Bindungssystem und ein Explorationssystem als Verhaltenskontrollsysteme unterschieden, die grundlegend für das Überleben und die Fortpflanzung des Menschen sind. Ja. Und bei Kleinkindern kann man, das hat die Ainsworth herausgearbeitet, vier prototypische Bindungsmuster beobachten im Verhalten. Und das eine nennt man dann das sichere Bindungsmuster. Die zeigen dann eigentlich eine ausgewogene Balance von Bindung und Exploration, diese Kinder. Also gehen mal zur Mutter und erkundigen ihre Umwelt. Und diese Mütter oder Hauptbindungspersonen, habe ich mal mit HB abgekürzt, natürlich waren das in der Zeit, wo die Studien gemacht hat, oft meistens die Mütter, aber das gilt genauso für Väter. Die Hauptbindungsperson ist in der Regel dann kontinuierlich feinfühlig, fürsorglich, zuverlässig. Ja? Dann gibt es ein unsicher vermeidendes Bindungsmuster. Diese Kinder zeichnen sich dann aus einer Überbetonung von Exploration. Die sind damit auch nicht happy. Die wirken erstmal so, als seien sie mit sich selbst beschäftigt, aber wenn man Cortisol und Herzrate misst, haben die einen extrem physiologischen Stress. Warum? Weil die Mutter oder der Vater oder die Hauptbindungsperson schnell ärgerlich wird, wenn die Kinder was wollen,
wenig Körpernähe hat und die immer zur Exploration bestärken. Also sie haben gern ihre Ruhe und sind froh, wenn die Kinder sich selber beschäftigen. Und wenn die sind schnell genervt, wenn die Kinder zu viel Zuwendung wollen. Ja, also halten die Kinder sich zurück. Dann gibt es den ambivalenten Stil. Die zeigen eine Überbetonung von Bindung. Die klammern an und haben aber auch gleichzeitig so einen Ärger und so einen Unmut. Diese Hauptbindungspersonen zeichnen sich eher durch eine Unberechenbarkeit aus. Die sind je nach Stimmung mal abweisend oder auch mal zuwendend, aber im Grunde nie berechenbar bezüglich ihres Stils. Und die Kinder sozusagen werden dann auch sehr dramatisch oder so, wenn die Mütter mal gerade keine Lust haben. Und dann gibt es noch einen unsicher desorganisierten Stil. Das ist ein sehr chaotisches Muster mit Verhaltensstereotypien und Störungen. Das tritt dann eher auf bei einer extremen Form von Vernachlässigung, Verlust, Missbrauch und Trauma. Also die sind wirklich richtig verhaltensgestört. So, und diese Muster sind empirisch absolut super, auch in verschiedensten Kulturen beobachtet und also sehr evident, die kann man beobachten. Und diese Muster, die bilden dann sich zu sogenannten Bindungsrepräsentationen bei Erwachsenen aus. Ja, also so in den ersten 3 bis 4 Lebensjahren prägt sich langsam so eine Bindungsrepräsentation aus, als so ein implizites System von bindungsbezogenen Gedanken, Überzeugungen, Emotionen, Verhaltensweisen. Also man hat irgendwie so Lernerfahrungen gemacht. Und dann weiß man eben, ja, lieber auf Abstand bleiben oder immer aufpassen, dass man nicht alleine gelassen wird. Das sind natürlich unbewusste. Das sind wie mentale Repräsentationen, solche Schemata, die sind verinnerlicht. Und die werden, das ist der Goldstandard mit dem Adult Attachment Interview, untersucht. Das sind Interviews, da geht es nicht darum, die Leute jetzt einfach zu fragen und Antworten zu erhalten, sondern es geht eher darum, die Reaktionen auf bestimmte Fragen zu sehen, weil diese Fragen, die da gestellt werden, die aktivieren Emotionen, Widerstand, Stress, weil die Erinnerungen negative Emotionen hervorrufen, wenn die da sind. Das beobachtet man. Und diese Interviews sind schon recht aufwendig, aber da sind Zehntausende von solchen Interviews gemacht worden und da gibt es viele Publikationen zu. Nur mal hier eine Vorstellung, jetzt nach dem Adult Attachment Interview ist die Bindungsrepräsentation bei sicher autonomen Menschen ja so, dass die offen und konsistent über ihre Kindheitserinnerungen berichten können und reflektieren ihre positiven und negativen Erfahrungen in ausgewogener Weise, sprechen über eigene Unzulänglichkeiten, sind im Hinblick auf Versäumnisse ihrer Eltern und anderer Bezugspersonen empathisch, können verzeihen. Zu Beziehungsthemen haben sie einen direkten Zugang, können ihre Erfahrungen in ausgewogener und wertschätzender Weise integrieren. Sie schätzen eine enge Beziehung als verlässliche Quelle der Geborgenheit und haben leichten Zugang zu partnerschaftlichen Gedanken. Gefühlen sind sozial gut integriert und flexibel. Stellt sich mal die Frage, wie viele Menschen haben eigentlich einen sicher autonomen Stil in Deutschland oder in westlichen Ländern? Es sind 56%. Und das ist gar nicht so viel. Ja, also, und das ist eine riesen Meta-Analyse von Beckermanns und Kranenburg und von Itzendorn. Ja, die zeigt eben, dass dann 29% unsicher distanziert sind, 14% unsicher verstrickt und 16% gemischte Stile haben oder auch desorganisiert. So viel erstmal dazu. Also, das heißt aber nicht, dass man gleich jetzt psychisch auffällig ist oder so mit so einem unsicheren Stil, nur man ist, sagen wir mal, vulnerabel, weil man natürlich nicht so viele Freiheitsgrade hat, seine Grundbedürfnisse nach Bindung und Autonomie zu befriedigen. Ja, man kann das vielleicht nur über Fernbeziehungen, weil man Nähe eigentlich nicht ertragen kann und Ähnliches. Da komme ich gleich drauf. In klinischen Stichproben, das ist irgendwie wirklich interessant, unabhängig von den Störungsbildern, 75% und mehr aller Personen in klinischen Stichproben haben unsichere Bindungsrepräsentationen. Ja, und das ist der größte Risikofaktor, der bekannte für die Entwicklung psychischer Störungen. Und hier kann man auch tatsächlich eine gewisse Kausalität angeben, weil diese Bindungsmuster ja ganz früh angelegt sind und die Leute viel später Störungen kriegen. Also es ist auch so, man kann allgemein beobachten, wenn Menschen in Stress geraten, in schwierigen Lebenssituationen, dann fallen die zum Beispiel auch in so alte Bindungsmuster zurück. Manche ziehen sich total zurück und isolieren sich, andere klammern sich an andere fest. Also gerade in schwierigen Situationen können dann auch sehr dysfunktionale Verhaltensweisen entstehen. Umgekehrt ist sehr interessant, also wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel in Deutschland leben 72% der Normalbevölkerung in einer Ehe oder die haben eine Partnerschaft. Und 75% von denjenigen, die in Ehe und Partnerschaft sind, haben auch einen sicher autonomen Bindungsstil oder eine Bindungsrepräsentation. In unserer IGPP-Klientel sind nur 56% in Ehe und Partnerschaft. Und da ist natürlich die Frage, okay, haben wir vermehrt unsichere Bindungsstile bei Ratsuchenden mit AGE? Um das jetzt zu untersuchen,
habe ich dann auch noch so zunächst mal explorativ Fallstudien gemacht zu Bindungsstilen. Dann 12 Fälle ausgesucht, die als Repräsentanten der 6 Formkreise dienen. Jeweils 2 Fälle für einen Formkreis. Das Datenmaterial, das waren Fälle, die waren hier in Intensivberatung. Ich hatte Audio- und Videoaufzeichnungen von allen, Fragebogendaten. Und meine Methode war jetzt, ich habe ja kein Adult Attachment Interview mit denen gemacht oder so, dass ich jetzt biografische Analysen gemacht habe, mich an den Kriterien vom Adult Attachment Interview mal so orientiert habe und an den Kriterien des sogenannten Erwachsenen-Bindungsprototypen-Ratings. Dann habe ich noch die Grundkonfliktverarbeitungsmodi der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik dazu genommen, sage ich gleich noch was zu. Und ich habe auch Plananalysen gemacht, zu denen kann ich heute nichts sagen, weil es ist einfach, das müsste man einen eigenen Vortrag zu machen, weil das zu komplex ist. Aber wie gesagt, ich habe ganz verschiedene Zugänge gesucht, um jetzt irgendwie anhand des ganzen Materials zumindest mal hypothetisch auf die Bindungsstile schließen zu können. Und mit Bindungsstil meine ich ein bisschen was anderes als Bindungsrepräsentation. Die Bindungsrepräsentation, die ist ja latent, die kann man nur so eben über diese Interviews erschließen, indem man dann auf subliminale Reize, Unbewusstes achtet. Bindungsstile sind eher das beobachtbare Bindungsverhalten. Das korreliert natürlich in der Regel stark mit der Bindungsrepräsentation, aber nicht immer. Es können äußere Umstände dazu führen, dass man nicht gemäß seiner Bindungsrepräsentation mehr operieren kann. Und dann kommt es vielleicht zu besonderen Problemen. Also wenn jemand, der eigentlich Nähe meidet und einen distanzierten Stil hat, wenn der auf Versorgung angewiesen ist und abhängig wird von anderen, dann geht es ihm ziemlich schlecht, zum Beispiel. Ja, und dann zeigt er eigentlich einen Bindungsstil nach außen. Hier sieht er so aus, als würde er jetzt Versorgung in Anspruch nehmen, aber das macht er eigentlich nur aus der Not heraus. Autonomie und Bindung werden häufig als Grundkonflikte konzeptualisiert, gerade in diesem Rahmen der auch Psychoanalyse, aber auch in vielen anderen Konzepten. Hier mal so eine kurze Beschreibung. Der Mensch ist bipolar aufgebaut, das heißt, er wird offensichtlich von potenziell zunächst gegensätzlichen Tendenzen getrieben und bewegt. Die Entwicklung des Einzelnen stellt einen dialektischen Prozess dar, innerhalb dessen diese potenziell unvereinbar erscheinenden Gegensätzlichkeiten bzw. Bipolaritäten immer wieder integriert oder besser gesagt ausbalanciert werden, wodurch Erneuerung, Dynamik, Fortschritt und Differenzierung gewährleistet ist. Also einerseits so als treibende Kräfte passt ja auch ein bisschen zu diesem Bindungs- und Explorationsthema der Bindungstheorie, aber hier werden auch Probleme gesehen und in dieser operationalisierten psychodynamischen Diagnostik, da gibt es ganz verschiedene Grundkonflikte, die da formuliert werden und 3 haben eigentlich ziemlich viel mit Autonomie und Bindung zu tun. Der erste, der ist direkt damit verknüpft, Individuation versus Abhängigkeit. Dann gibt es Autarkie versus Versorgung und Kontrolle versus Unterwerfung. Und Individuation, Autarkie, Kontrolle, das sind aktive Modi, so nennt man die. Ja? Und die passiven wären Abhängigkeit, Versorgung, Unterwerfung. Und da ist natürlich schon, liegt schon nahe, dass diese Konfliktverarbeitungsmodi auch was mit diesen unsicheren Bindungsstilen zu tun haben oder dass es da jetzt sicherlich auch Korrespondenzen geben müsste. Individuation versus Abhängigkeit ist sozusagen das Krasseste. Das wären Menschen, die wirklich entweder oder. Also die einen, die sind abhängig, die können nicht alleine sein. Und die Individuationsmenschen, die können nur für sich sein, die können nicht in Beziehung gehen. Autarkie versus Versorgung, das ist eher so ein Modus. Autarkie heißt, ich versuche unabhängig zu bleiben. Versorgung, ich versuche mich versorgen zu lassen. Das setzt aber Beziehungen voraus. Es setzt Beziehungen voraus, aber zum Beispiel in einer Helferrolle oder in irgendwelchen asymmetrischen Beziehungen, sodass es dann irgendwie passt noch, dass derjenige, der eigentlich eine Tendenz zur Distanzierung hat, seine gewisse Unabhängigkeit behält und trotzdem Bindungsbedürfnis befriedigen kann. Das Gleiche gilt für Kontrolle versus Unterwerfung. Da findet man auch häufiger komplementäre Pärchen und Paare. So, jetzt ist Autonomie und Bindung aber gar kein Gegensatz, sondern Autonomie und Bindung sind 2 Grundbedürfnisse. Und man kann die beide auch erfüllen und, ne, und es setzt sogar eine gute Bindung, fördert sogar Explorationsverhalten, Urvertrauen und so weiter. Der Gegensatz von Autonomie ist Heteronomie und der Gegensatz von Bindung ist Separation. Ja, also das muss man klar sehen, Autonomie und Bindung schließen sich nicht gegenseitig aus. Es ist ein Problem, wenn jemand seine Autonomie herstellen will, indem er sich völlig separiert und abschottet. Dann hat er sozusagen tatsächlich keine Bindung, dann verliert er Bindung.
Und wenn jemand sich völlig unterwirft, verliert jemand auch seine Autonomie. Es gibt also Menschen, die sozusagen ihr Bindungsbedürfnis sozusagen befriedigen, indem sie sich völlig unterordnen und Autonomie opfern, ja, bloß um Separation zu vermeiden, zum Beispiel. Und jetzt war ja meine Idee, ich mache jetzt solche Analysen und da muss ich natürlich jetzt so Kriterien anlegen. Ich habe die nur mal ganz kurz in meinem eigenen Text hier zusammengefasst, was ich jetzt erwarten würde, wenn ich mir jetzt die Videos unserer Beratungssitzungen angucke, deren Biografie, dann würde ein oder auch eben konkretes Interaktionsverhalten in den Beratungsgesprächen, dann würde jetzt eine unsicher distanzierte Bindungsrepräsentation in etwa so aussehen. Unsicher distanzierte Personen berichten emotionslos über negative Kindheitserfahrungen, betonen deren Normalität, leugnen Auswirkungen auf jetziges Leben. Sie haben häufig Erinnerungslücken und ihre Schilderungen sind unzusammenhängend und unvollständig. Sie idealisieren Bindungspersonen oder werten sie ab, um sich von Zurückweisungen und negativen Gefühlen zu distanzieren. Sie vermeiden enge Beziehungen und emotionale Abhängigkeit, streben nach Kontrolle und vertrauen sich nicht an. Sie ziehen sich zurück, wenn Konflikte entstehen. Trennungserlebnisse werden bagatellisiert, stattdessen werden persönliche Stärke und Unabhängigkeit hervorgehoben. Sie haben häufiger ein geringes Einfühlungsvermögen und eine negative Sicht auf andere Menschen. So, das wäre jetzt so ein Punkt. Also kann ich das feststellen? Habe ich das erlebt? Ja, zum Beispiel selber als Berater mit diesen Personen. Dann hätte ich so Indizien. Und dann würde ich auch sagen, ja, es korreliert natürlich ziemlich stark, dass die auf Kontrolle achten. Also irgendwie, wenn schon, dann muss ich Beziehungen haben, die ich kontrollieren kann. Oder ich versuche, ziemlich autark zu sein und nicht auf andere mit auf Versorgung angewiesen zu sein. Oder im Extremfall, ich bin so ein Typ, der Individuationsmodus, ich bin sowieso völlig Einzelgänger, der einsame Wolf und so. Ja? Die unsicher verstrickte Bindungsrepräsentation würde sich so zeigen, dass Personen vage, ausschweifend und wirr über ihre Kindheit berichten. Sie sind von Gefühlen überwältigt. Sie können sich nicht distanzieren und ihre Bindungserfahrungen angemessen reflektieren. Sie haben eine ambivalente Einstellung zu den Eltern, die sie als streng, fordernd und empathielos beschreiben. Die emotionale Bindung an sie hält an und sie tragen ihr kindliches Bedürfnis nach Fürsorge in andere Beziehungen. Dabei sind sie hin und her gerissen zwischen forderndem und unterwürfigem Verhalten. Um Zuneigung und Anerkennung zu erhalten, passen sie sich den Erwartungen anderer an und versuchen häufig durch Leistung zu überzeugen. Sie vermeiden direkte Konflikte und Konfrontationen aus Angst vor Ablehnung und Trennung, kämpfen aber innerlich mit ihrer Abhängigkeit. Hier ist natürlich klar, hier hätten wir jetzt die passiven Konfliktverarbeitungsmodi auch Unterwerfung, Versorgung, Abhängigkeit. So, danach habe ich dann eben auch geschaut. Plananalytisch habe ich dann tatsächlich, aber da, das wäre jetzt soweit, dann eben, dass diese Motivationen auf einer tieferen Ebene auch mit sogenannten Plänen, das sind unbewusste Handlungsprogramme und so, das untersucht. So, die Hypothese wäre jetzt, nachdem wir es auch so gehört haben, dass ich jetzt denken würde, okay, die Menschen, die mehr in Beziehungen sind, zum Beispiel der Spuktyp, der wäre sicherlich eher unsicher verstrickt und der IPR-Typ, der weniger in Beziehung ist, vielleicht unsicher distanziert. Das passt zumindest auch zu unseren Erfahrungen aus der Beratung. Die einen sind eher sozial zurückgezogen und isoliert. Spuk findet eher in sozialen Systemen, in Familien und so weiter statt. Unten jetzt wäre die Idee unsicher desorganisiert. Warum? Ich würde eigentlich denken, dass zum Beispiel dieser Nachtmauer- und Halbdrücken-Typ, also der NAM-Typ, ja eigentlich der gehört zum externalen Spektrum. Eigentlich würde ich denken, der hat auch eine unsicher verstrickte Bindungsorientation, aber komischerweise ist der sozusagen kaum gebunden. In der Beratung stellt man aber fest, dass das Leute sind, die eigentlich nicht freiwillig so ungebunden sind. Entweder haben die sich zum Beispiel, sind die so gedemütigt worden in ihren Beziehungen, dass sie sich von den Eltern jetzt irgendwie losgesagt haben oder aus einer Partnerschaft irgendwie einen Kontakt abgebrochen haben, aber damit gar nicht zurechtkommen. Dieser Entschluss ist sozusagen aus der Not, aber es entspricht nicht. Eigentlich sind die immer noch verstrickt und nicht abgelöst. Und das Gleiche gilt auf der anderen Seite für diesen mediumistischen Typ. Da würde ich ja erwarten, das ist ja eigentlich eher ein unsicher distanzierter Typ. Wieso sind da 61% in der Beziehung? Da stellt man fest, dass sie irgendwie in eine Lebenssituation gekommen sind, wo sie finanziell aus gesundheitlichen Gründen oder so in eine extreme Abhängigkeit geraten sind. Von irgendeinem Partner, also von dem sie sich dann nicht trennen können. Und diese Desorganisation, die sich ja zeigt, ist ja interessant. Also die sozusagen sind einer extremen Fremdbestimmung ausgesetzt, die sie erleben und würden eigentlich eher nach Separation streben, können sie nicht. Stattdessen entwickeln sie solche Automatismen, in denen tatsächlich Autonomie freigesetzt wird. Ja? Also
unkontrolliert macht der Körper dann sozusagen autonome Bewegungen und Aktionen. Das ist also wie eine abgespaltene Autonomie und das bin dann nicht ich. Das ist dann irgendwas Fremdes und so. Ja, und auf der anderen Seite haben wir hier auch so einen Konflikt hier bei diesem Menschen, der sich dann separiert hat, obwohl er eigentlich eine heteronome Grundstruktur hat und eigentlich immer noch sich wünscht, von den Eltern geliebt und verstanden zu werden, hat sich da getrennt und ist nun auch in einem extrem desorganisierten Konflikt, weil er in einer Situation ist, die gar nicht kompatibel ist mit seiner Bindungsrepräsentation. Das waren so die Hypothesen. Wichtig ist auch zu wissen, Desorganisation ist kein eigenständiger Bindungsstil. Ja, also mit jeder, es ist eine Disposition und man kann die grundsätzlich haben mit jeder Bindungsrepräsentation, wenn man mal unaufgearbeiteten Verlust hat oder so. Und es kann aktiviert werden in belastenden Situationen, die einen daran erinnern oder in Krisen oder auch in diesem Adult Attachment Interview ausgelöst werden. Und dann kann es passieren, dass Menschen, die vorher völlig unauffällig wirkten, plötzlich inkohärent berichten, dass die lange Schweigepausen haben, dass sie irgendwie desorientiert sind und zeitlich und räumlich plötzlich sich gar nicht mehr orientieren können und so. Aber das ist jetzt kein sozusagen in dem Sinne völlig eigener Bindungsstil, weil das sind jetzt auch nicht Menschen, die ständig desorganisiert sind. Nach den ganzen Analysen, die natürlich sehr, sehr ausführlich und begründet sind in meiner Dissertation, die ich natürlich jetzt hier im Einzelnen gar nicht so zeigen kann, kann ich zumindest sagen, dass ich diese Grundhypothesen konnte ich bestätigen. Das heißt, wir haben hier so diesen Klienteltyp zum Beispiel außersinnliche Wahrnehmung, der hat so einen gemischt distanzierten Bindungsstil. Mit gemischt distanziert meine ich, die Präzedenz ist distanziert. Aber er versucht, sowohl Heteronomie als Separation zu vermeiden durch den Modus von Kontrolle und Autarkie. Also das wären jetzt Menschen, die vielleicht einen Helferberuf wählen und dadurch eine gewisse Kontrolle in Beziehungen haben, eher unabhängig sind, aber in dieser Helferrolle auch Bindung und Nähe erleben können. Der internale Präsenztyp, das sind häufig Menschen, die wirklich distanziert sind, die Heteronomie extrem vermeiden und dafür auch zur Separation bereit sind und eher so einen Individuationsmodus verfolgen. Also sind Menschen, die manchmal noch nie eine Partnerschaft hatten zum Beispiel oder so und massive Probleme kriegen, wenn jemand ihnen zu nahe kommt. Mediumismus und Automatismen, das würde ich sagen, ist eigentlich auch ein gemischter Stil, aber der ist eben desorganisiert, weil jetzt eine Situation eingetreten ist, in der das sozusagen diese Präzedenz nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, von Distanziertheit zum Beispiel bei diesen mediumistischen Typen. Und im externalen Kontinuum haben wir die Menschen mit den sinnvollen Fügungen, die haben eben auch einen gemischten Stil, aber mit einer Präzedenz zur Verstrickung. Also die sind trotzdem tendenziell eher klammernd oder an anderen hängend, versuchen aber auch Separation und Heteronomie zu vermeiden, aber tun das primär, indem sie sich eher unterwerfen und indem sie eher Konflikte vermeiden und gucken, dass sie versorgt werden. Extremer ausgeprägt ist es in der Regel in den Familien mit Spuk und Erscheinung. Da haben wir eher eine sehr starke Bindungs- und Verstrickungskomponente, insbesondere bei diesen sogenannten Fokuspersonen, die eine starke Abhängigkeit haben und extrem heteronom sind und das auch zulassen, weil Separation sozusagen vermieden werden muss. Dann haben wir den Nachtmahr- und Schlafparalyse-Typ, der ist eben auch gemischt, aber eben desorganisiert, weil, wie ich gerade erklärte, hier eigentlich zu seiner Heteronomie eine Separation kommt, die überhaupt nicht sozusagen irgendwie zu verarbeiten ist. Und dann eben auch wirklich das bis in so psychophysische Phänomene reingeht. Also es klingt jetzt vielleicht, weil das nur 12 Fälle sind, sehr hergeholt, aber jeder, der bei uns in der Beratung arbeitet und so, der hat ganz, ganz viele Fälle in der Art vor Augen. Das ist jetzt eben trotzdem natürlich jetzt erstmal so ein bisschen spekulativ noch und explorativ, aber es ist interessant und jetzt komme ich schon zum Vergleichsverstichproben. Es ist ja mal die Frage, das waren alles Einschätzungen von Beratern, diese ganzen Fälle und so, das ist alles unser Dokumentationssystem. Wir haben aber auch einen Fragebogen entwickelt und den habe ich dann validiert und der erfasst eben außergewöhnliche Erfahrungen über die ganze Lebensspanne und die Leute geben dann selbst Auskunft darüber. Außerdem wird der AGE-Kontext, die Zeit, die Soziodemografie erfasst. Und das sind eben vier Skalen für diese vier Phänomengrundklassen. Internale Phänomene, externe Phänomene, Koinzidenzphänomene, Dissoziationsphänomene. Insgesamt 20 Items, 5 pro Skala. Wir haben eine Stichprobe mit Menschen mit außergewöhnlichen Erfahrungen, IGPP-Klientel. Wir haben eine teilrepräsentative Stichprobe der Normalbevölkerung Schweiz. Da muss man aber sagen, das ist zwischen 18 und 60 Jahre. So, aber die sind bezüglich Geschlecht und sowas dann repräsentativ, aber natürlich jetzt nicht für die ganze Bevölkerung. Wir haben eine Studierenden-Stichprobe,
verschiedene Studierenden-Samples aus Deutschland und wir haben eine Stichprobe mit Nahtoderfahrenen. Jetzt sieht man hier mal aufgetragen, oben rechts die Stichproben nochmal mit Farben und wir sehen hier so ein Diagramm und man sieht internale Phänomene, externe, das sollen die Skalen sein und man sieht hier Skalenwerte, die gehen von nie Phänomene dieser Art erlebt bis sehr häufig. Hier ist jetzt mal eingetragen von, das sind nämlich jetzt die Mittelwerte, die jetzt kommen und die gehen eben nicht über 2,5 hinaus. Wir haben hier das Profil der AGE-Ratsuchenden. Da sieht man ja am meisten Koinzidenzphänomene. Das wäre jetzt ein Wert von 1,5 etwa, also selten bis manchmal. Das ist aber praktisch ja nur ein Durchschnitt über die Gesamtstichprobe. Natürlich gibt es Leute, die haben die ganz häufig. Internal und external ist ungefähr so mittelmäßig beides und am seltensten sind die dissoziativen Phänomene. Hier haben wir jetzt mal die Stichprobe der Schweizer, der Normalbevölkerung. Die hat jetzt natürlich erwartungsgemäß eine geringere Ausprägung von AGE, aber interessanterweise genau das gleiche Profil mit den gleichen Proportionen. Und hier haben wir die deutschen Studierenden, die fast der Normalbevölkerung der Schweiz fast identisch sind. Also wir haben hier zwei Normalbevölkerungsgrunde Stichproben. Die haben aber eben auch wieder dieses gleiche Profil und wir finden sogar ein sehr ähnliches Profil bei Menschen mit Nahtoderfahrung, die noch mehr Erfahrungen haben als die Ratsuchenden, aber leicht ein bisschen mehr nach internal, aber trotzdem doch interessanterweise ähnlich. Und wenn man mal die ganzen Ergebnisse, mir geht es ja jetzt primär um die Bindung, wenn man die mal alle zusammenfasst, kann man sagen, außergewöhnliche Erfahrungen allgemein verbreitet, aber die Häufigkeit variiert kontinuierlich. Die proportionalen Anteile der Phänomengrundklassen sind gleich. Das hat sich übrigens bei vielen, ich habe viel, viel mehr Stichproben inzwischen, auch aus Italien, Frankreich, USA, das findet sich immer wieder. So, und wir finden auch keinen stringenten Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von AGE und Belastung, weil die ist bei den Nahtoderfahrungen, die haben viel mehr AGEs, aber die finden das eher bereichernd. Gut. Wir haben, das spricht auch gegen ein Psychosekontinuum, weil da müssten eigentlich stärkere und intensivere Erfahrungen auch eher in Richtung Psychose gehen. Das tut es nicht. Wir finden hier keine Zusammenhänge mit Bildung, Berufstätigkeit und Religion. Die Geschlechtsunterschiede findet man manchmal was, das ist unsystematisch und gering. Und die außergewöhnlichen Erfahrungen nehmen, das findet man überall so generell mal mit dem Alter ab. Das sind aber Erkenntnisse mit dem Alter. Das findet man ganz viele Studien, die das schon festgestellt haben, dass mit zunehmendem Alter AGEs abnehmen. Hier das wichtigste Korrelat, wieder mit signifikanten Effekten in allen Stichproben, die soziale Bindung, Partnerschaft, Ehe, Wohnsituation. Und dann habe ich mal so einen Bindungsindex, so einen additiven entwickelt, in dem ich Partnerschaft, Ehestand und Wohnsituation zusammengefasst habe. Und der Bindungsindex kann Werte von 1 einnehmen, dann wäre jemand verpartnert, verheiratet und zusammenlebend oder 0, dann wäre er ledig, geschieden oder verwidmet, hätte keine Partnerschaft und würde alleine wohnen. So, um da so einen Index zu haben für Bindung, soziale Bindung und ein außergewöhnlicher Erfahrung-Dispositionsindex, der sich zusammensetzt aus der Häufigkeit der Erfahrung, aber auch der Zeitlichkeit. Auch hier kann man 0 und 1 erreichen. Und 1 wäre, dass jemand schon vor dem 18. Lebensjahr AGE hatte und in allen Zeitfenstern, die ich erfasst hatte, sehr häufig AGEs, und zwar bis zu 12 Monate hinein, bis zur Beratung. Also wären so Menschen, die haben ihr ganzes Leben AGEs in großer Häufigkeit. 0 wäre in ganzer Lebensspanne keine AGE. So jemand kommt natürlich bei den Ratsuchenden nicht vor, aber das wäre jetzt so der Punkt. Und da gibt es signifikante Zusammenhänge zwischen dem Bindungs- und dem Dispositionsindex, also zwischen der Disposition für außergewöhnliche Erfahrung und der Bindung. Es gibt, was jetzt die Zusammenhänge mit anderen Variablen betrifft, keinen signifikanten Zusammenhang wiederum mit Bildung, Beruf und Religion dieser Variablen, sporadisch nur mit dem Geschlecht, aber wieder signifikant, und zwar signifikant negativ mit dem Alter, ist zumindest der Dispositionsindex, also es bezieht sich erstmal überhaupt auf die Variablen, denn jetzt wird es interessant. Wir haben also das Alter als eine ständige, irgendwie interessante Variable, die immer wieder so einen Effekt bringt. Und wir haben die AGE-Disposition und die Bindung. Und jetzt wäre die Frage, was ist denn das für ein Bindungsgefüge? Es ist relativ klar, dass das Alter eine unabhängige Variable ist. Also mein Alter ändert sich nicht dadurch, dass ich AGEs erlebe oder dass ich heirate oder mich trenne. Mein biologisches Alter, ja, das kann ich jetzt in dem Sinne nicht beeinflussen. So, dann ist jetzt die Frage, ja, wie hängt jetzt die Bindung mit dem Alter und die Disposition zusammen und wie hängen dann Bindung und Disposition zusammen? Also, weil wir haben ja irgendwie schon den Eindruck gehabt, die außergewöhnlichen Erfahrungen, ihre Häufigkeit hat irgendwas zu tun mit der Bindung der Leute.
Also interessieren mich drei Zusammenhänge, Alter und Bindung, Alter und AGE-Disposition und Bindung und AGE-Disposition. Da muss man jetzt aufpassen, muss man Partialkorrelationen überprüfen, weil wenn die jetzt untereinander interkorreliert sind, dann weiß ich nicht, was ist jetzt wirklich die eigentliche Korrelation zwischen zwei Variablen, wenn eine dritte dann das auch noch irgendwie mit beeinflusst. Das kann man dann kontrollieren und rausrechnen. Ich habe es erstmal geprüft, das Geschlecht hat überhaupt keinen Zusammenhang mit den ganzen Variablen. Also das konnte ich ignorieren. So, und das Alter fungiert jetzt mal als unabhängige Variable und immer wenn ich die Korrelation zwischen zwei Variablen von den dreien berechnet habe, habe ich die dritte korreliert, das heißt deren Einfluss auf die Korrelation rausgerechnet. Also wenn da eine signifikante Korrelation ist, dann wird die nicht über eine Moderator-Variable mit erzeugt. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Hier sehen wir jetzt die Stichprobe der Studierenden. Da unten sieht man immer erstmal das Alter, Durchschnittsalter 24 Jahre, Bindungsindex, der kann 0 bis 1 sein, Punkt 44, Dispositionsindex kann 0 bis 1 sein, ist Punkt 20. Also D ist dann immer die Häufigkeit der AGE über Zeit und Bindung. Und jetzt sehe ich das erstmal und das habe ich gemacht für alle Stichproben. Ja, da sehen wir jetzt zum Beispiel eben das unterschiedliche Alter, die Schweizerin 39 Jahre, die Nahtoderfahrung 51, 49 und hier den stärksten Bindungsindex bei den Ratsuchenden mit 51 und 28, ganz identisch der Dispositionsindex wie bei den Nahtoderfahrungen und dann B49. Der Bindungsindex am höchsten bei den Schweizer, bei der Normalbevölkerung. Ist auch einleuchtend, die Studierenden sind natürlich häufig noch nicht in dem Alter so gebunden und wir sehen aber relativ ähnlichen Dispositionsindex. So, und jetzt haben wir also diese Beziehung zwischen dem Alter und der Bindung, das ist ein signifikant positiver Effekt, keine riesige Effektstärke, aber signifikant. Es gibt keine signifikante Beziehung zwischen dem Alter und der Disposition. Jetzt warte ich hier wieder auf eine Regung. Aber es gibt eine signifikante negative Beziehung zwischen Bindung und Disposition. Das heißt, mit zunehmender Bindung würde die Disposition abnehmen. Was wir hier nicht wissen, wir wissen nicht, wie das kausal miteinander zusammenhängt. Beeinflusst jetzt die Bindung die Disposition oder die Disposition der Bindung, wissen wir nicht. Aber wir sehen, es gibt hier einen Zusammenhang und der ist auch unabhängig. In dem Fall ist die Korrelation unabhängig von dem Alter, weil das hier kontrolliert wurde. Und hier haben wir eine unabhängige Beziehung zwischen der Bindung und dem Alter. So, und jetzt interessiert natürlich, wie sieht denn das bei den anderen aus? Findet man da irgendwas Interessantes? Ja, man stellt erstmal fest, es ist genau das Gleiche bei den Schweizern. Also fast mit den gleichen Werten, nur hier noch höher signifikant, weil die Stichprobe viel größer ist. Aber es ist schon erstaunlich, wie ähnlich das ist, ja? Finde ich wirklich faszinierend. So, und jetzt gucken wir mal bei den Nahtoderfahrungen. Hier haben wir jetzt mal was ein bisschen anderes. Wir haben plötzlich einen signifikanten negativen Effekt. Hier tritt jetzt das ein, was man kennt, wenn man Menschen mit außergewöhnlichen Erfahrungen befragt. Diese Abnahme von AGE mit dem Alter. Ne? Also da ist ein negativer Zusammenhang. Je älter die Leute werden, desto dann nimmt der Dispositionsindex ab. Wir haben hier einen genauso großen Effekt. Der wird hier nicht signifikant, weil die Stichprobe auch sehr klein ist. Und wir haben oben auch einen ähnlichen Effekt, der auch hier nicht signifikant wird, weil die Stichprobe nun mal viel kleiner ist als die. Also eigentlich haben wir hier gar keinen großen Unterschied, außer dass wir jetzt hier klar diese negative Beziehung haben, die offensichtlich erst dann interessant wird, wenn Leute überhaupt erstmal viel AGE haben. Sonst spielt es überhaupt keine Rolle. Ja, wenn ich kaum AGE habe, dann kann auch nicht viel abnehmen im Alter. Bei denen natürlich schon. Die haben ja einen doppelt so hohen Dispositionsindex mit Punkt 28 statt Punkt 14 zum Beispiel in der Bevölkerung. So, und jetzt kommen wir zu unseren Ratsuchenden. So, da haben wir jetzt eine völlige Abweichung von allem. Wir haben erstens, oh ja, ich muss hier stehen bleiben, wir haben erstens nun mal eine negative Beziehung zwischen Bindung und Alter. Also mit zunehmendem Alter nimmt die Bindung bei denen ab. Und wir haben einen sehr großen Effekt im Vergleich zu den anderen, und der ist auch negativ, der ist dann praktisch nochmal doppelt so stark wie bei den Nahtoderfahrenen. Mit dem Alter nimmt aber auch die Disposition ab. Und hier gibt es jetzt gar keinen Effekt mehr zwischen Bindung und Disposition direkt. Also wir haben hier bei den Ratsuchenden einfach, diese Stichprobe weicht von allen drei anderen ab, von der Grundlogik. Und da muss man sich natürlich fragen, ja okay, was ist da los? Wie kann man das interpretieren? Man könnte natürlich sagen, ja, wenn die Bindung abnimmt,
nimmt dann vielleicht sowas wie Autonomie zu, ja, und begünstigt das dann sozusagen in irgendeiner Weise einen Effekt, oder ist das Alter einfach total entscheidend bei denen, aus irgendwelchen Gründen, und was ist Alter überhaupt? Und das ist natürlich jetzt die Frage, was heißt überhaupt Alter? Alter ist einfach eigentlich erstmal nur sowas wie Entwicklung oder also man kann das gar nicht füllen mit einer konkreten Bedeutung. Es könnte ja andere Dinge geben, die mit dem Alter sich verändern, die da jetzt irgendeine Rolle spielen, die wir gar nicht erfasst haben. Aber wir sind hier schon mal bei einem Punkt, dass es irgendwo einen biologischen Aspekt gibt. Also möglicherweise, nämlich das Altern, das in irgendeiner Weise was zu tun hat mit der mentalen Repräsentation von außergewöhnlichen Erfahrungen oder dem Auftreten oder dem Zurückgehen. Und da komme ich jetzt langsam schon zum Schluss. Nämlich, wenn wir bei dem Thema Entwicklung sind und Alter, dann kann man ja mal zum Beispiel sich anschauen, viel grundsätzlicher, Autonomie und Bindung, sind es nur Grundbedürfnisse oder ist das nicht auch noch was Grundlegenderes? Wenn wir sagen, wir haben ein System und wir haben eine Umwelt, dann machen wir einen epistemischen Schnitt, weil wir isolieren irgendwas aus seinem Kontext und das betrachten wir als System. Eine Person in der Familie, eine Niere in einem Körper. Ja? Also das sind wir, die ein bestimmtes System festlegen und sagen, das ist jetzt das System, für das ich mich interessiere und das ist die Umwelt. Deshalb ja, ist die Frage, ob da nicht zunächst erstmal eine Ganzheit ist, die ich jetzt eigentlich sozusagen irgendwie auflöse, indem ich jetzt Unterscheidungen mache und irgendwas sozusagen aus seinem Kontext sozusagen isoliere. Und genau genommen ist es auch das, was dann eigentlich schon losgeht, wenn man so dissipative oder selbstorganisierende Systeme hat, die einen Energieaustausch mit ihrer Umwelt haben. Ja, man spricht auch von organisatorischer Geschlossenheit. Man hat dann also ein System. Das ist aber natürlich nicht total geschlossen, denn es könnte sich gar nicht selber organisieren, wenn es nicht gleichzeitig Energie austauschen könnte mit seiner Umwelt. Das heißt, wir haben ja eigentlich zwei komplementäre Aspekte, die nicht unabhängig voneinander eigentlich zu denken sind. Dann geht es aber weiter. Von der Ebene der Physik kommen wir zur Biologie. Da haben wir so autopoetische Systeme, ja, wo schon Systeme sich selbst reproduzieren und fortpflanzen, also in Biologie. Und irgendwie sprechen Varela, zum Beispiel Maturana Varela, von struktureller Kopplung mit der Außenwelt. Und wenn es noch weiter geht, dann kommen wir zur Psychologie. Dann haben wir sowas wie mental, sowas wie Selbstbestimmung. So ein Gefühl von Willensfreiheit oder so ein Wunsch danach, uns selbst behaupten zu können. Gleichzeitig sowas wie Interpersonalität. Ja, psychosoziale Systeme. Und letztlich kann man sagen, sind es alles Korrelationen zwischen Selbst und Welt, die sozusagen auf einer hochstufigen Form dann irgendwie auch mental repräsentiert sind, aber bis sozusagen in die Biologie runter eigentlich vorliegen. Und natürlich kann man dann sagen, ja, eigentlich sind diese ganzen Aspekte hier Aspekte von Autonomie im weitesten systemtheoretischen Sinne. Und die anderen Aspekte, Aspekte von Bindung als strukturelle Kopplung an die Außenwelt, als Interpersonalität, als Energieaustausch und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, auf der obersten Ebene sind Autonomie und Bindung Grundbedürfnisse. Und am Anfang haben wir gehört, die sind überlebensnotwendig. Exploration und Bindung. Und jetzt habe ich einen Bindungsstil, der diese Befriedigung dieser Grundbedürfnisse gefährdet, weil er dazu neigt, eine Seite extrem zu betonen und ein anderes zu vermeiden. Und zwar nicht, weil man Grundbedürfnis vermeiden will, sondern man vermeidet Autonomie, weil man Heteronomie vermeiden will. Man vermeidet Separation und nimmt deswegen Heteronomie dann lieber in Kauf. Aber es geht eigentlich immer eher um die Abwehr oder die Vermeidung des Schlimmen. Und nicht jetzt des eigentlichen Grundbedürfnisses. Das wäre ja auch paradox, wenn Menschen sozusagen ja ihre eigenen Lebensgrundlagen vermeiden wollten. Das ist bei den unsicheren Bindungsstilen eben der Fall, dass die total viele Nebenwirkungen haben. Und die Frage ist jetzt, gibt es da auch Rückwirkungen? Das heißt, kann das sein, dass wenn auf der Ebene der Selbstbestimmung ich dazu neige, nicht nur autonom zu sein, sondern mich total zu separieren, das Bindungsbedürfnis nicht mehr zu befriedigen, nicht nur Interpersonalität, gefährde ich nicht sozusagen auf einer tieferen Ebene Strukturkopplung, Energieaustausch? Kann das sein, dass es Rückwirkungen gibt auf diesen Holismus, ja,
Und dann gibt es irgendwelche merkwürdigen Effekte, weil es selbstregulative Aspekte gibt. Und da sind wir dann bei den außergewöhnlichen Erfahrungen. Kommen wir nochmal zu Metzinger zurück, ganz am Anfang zu diesem phänomenalen Realitätsmodell. Bei Metzinger ist es so, dass der jetzt sagen würde, ja, wir haben ein phänomenales Realitätsmodell und wir haben ein Selbstmodell, da sind die internal generierten Zustände unseres Organismus präsentiert und wir haben ein Weltmodell, da sind external stimulierte Zustände dargestellt. Die sind natürlich alle physiologisch und dieser Holismus, diese Ganzheit ist der Organismus, der hat Zustände, selbsterzeugte Eigenzustände und von außen angeregte und die repräsentiert er da oben. Und da oben gibt es auch gar keine wirklichen Wechselwirkungen, das ist ja nur mentale Repräsentation, das sind strukturelle Korrelationen. So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, das ist natürlich eine Setzung, eine weltanschauliche, dass ich sage, das ist eigentlich ein naturalistischer Reduktionismus. Alles, was ich hier erlebe im Bewusstsein, das ist letztlich zurückführbar auf physische Zustände. Wir können das aber neutraler sehen. Also ich habe hier so ein komplementärer Aspekteparadigma, dass ich sage, naja, wir haben einen ontologisch unbestimmten Holismus. Mag sein, dass er physisch ist, vielleicht ist er auch psychophysisch neutral oder so. Im Sinne eines Idealismus von mir aus, vielleicht ist er auch Geist. In jedem Fall gehe ich jetzt erstmal davon aus, es gibt irgendeine Ganzheit und die sozusagen entfaltet sich hier in komplementären Aspekten. Und diese komplementären Aspekte sind irgendwie Autonomie und die hat was mit dem Selbsterleben und dem Selbstmodell zu tun. Und das, was wir so Bindung nennen, ist irgendwas, das korrespondiert mit dem Weltmodell. Und wenn ich jetzt außergewöhnliche Erfahrungen mir anschaue, dann sehe ich ja hier auf der linken Seite einfach nochmal diesen Holismus und ich sage jetzt, ja gut, da wird im Selbst Autonomie repräsentiert und in der Weltbindung und das korreliert irgendwie. Nehmen wir jetzt mal beim Spuk die Situation, wir haben eine Familie und jetzt kommt ein Kind oder ein Jugendlicher in die Pubertät. Was passiert jetzt? Es entsteht ein Autonomiestreben, das wird niemand bestreiten, das hat eine biologische Basis und diese Autonomie will jetzt in irgendeiner Weise integriert werden. Normalerweise zeigt die sich ja auch in rebellischem Verhalten, in Aufbegehren, in Ablösungsversuchen. So, und in einer typischen Spukfamilie passiert das nicht. Diese Autonomie, dieses Autonomiestreben wird irgendwie vom System selbst oder auch von den sogenannten Fokuspersonen unterdrückt. Und was wir komischerweise dann eigentlich ja beobachten ist, wir haben diese extreme Bindungskomponente, Autonomie ist damit inkompatibel und dafür haben wir dann Phänomene, die in der Außenwelt Autonomie repräsentieren, Spukphänomene. Gegenstände bewegen sich von selbst, Schritte, Geräusche. Das heißt, wir haben eine ganz merkwürdige Verlagerung von Autonomie in die Außenwelt, externe Phänomene. Und in der Beratung beobachten wir aber, wenn wir das Problem auf den Tisch bringen, wenn der eigentlich unbewusst verdrängte Konflikt, wenn die Autonomie irgendwie integriert werden kann, hören die Phänomene schlagartig auf. Was wir hier also haben, ist im Prinzip eine Abweichung, die kann ich jetzt mit Metzinger natürlich so verstehen, klar, wenn das ein Holismus ist und wenn ich ein mentales System habe, warum soll nicht mal was fehlrepräsentiert werden? Also eigentlich was ins Selbstmodell gehört, warum soll das nicht mal im Weltmodell erscheinen? Ist ja trotzdem alles nur mentale Simulation. Das ist natürlich immer die Frage, ob man das bei Spukphänomenen so plausibel findet, wo man noch Elektriker hat, die die Phänomene beobachten und eine ganze Familie erlebt ist. Ja, und da ist dann wieder der Punkt, ja, soll dieser Holismus wirklich so gedacht werden, physikalistisch, reduktionistisch oder ist er vielleicht neutral? Und das ist so die Offenheit, die ich auch in meiner Dissertation durchgezogen habe. Ich biete im Prinzip sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten an, aber ich versuche sozusagen immer darauf hinzuweisen, ja, immer mal zu überlegen, was da wirklich am plausibelsten ist. Ich fasse zusammen. Also grundsätzlich finde ich, was neu ist, ist eigentlich außergewöhnliche Erfahrungen als ein Kontinuum zu beschreiben, die ein Spektrum bilden. Die Ria White, die hat sich früher viel mit Exceptional Human Experiences beschäftigt. Die hat in irgendeinem Text mal geschrieben, ja, wir müssen alle außergewöhnlichen Erfahrungen dokumentieren. Und vielleicht gibt es ja sozusagen irgendeinen Zusammenhang, irgendein Kontinuum oder irgendwie was. Sie meinte das wahrscheinlich eher auch im Sinne so ihrer Vorstellung von Transzendentalität und spiritueller Entwicklung, dass es da so ein Kontinuum gibt. Aber ich glaube ja, ich habe jetzt zumindest hier mal einen Ansatz für ein Kontinuum, so einen gemeinsamen Nenner, ja, wo ich sagen kann, es gibt schon einen gewissen Ordnungszusammenhang. Da haben so unterschiedliche Dinge wie Spuk und außersinnliche Wahrnehmung doch wohl was miteinander zu tun. Das denken natürlich auch Menschen, die von Psi sprechen oder so. Dann sind das eben die sogenannten Psi-Phänomene. So, und dann
ist die Überlegung da ja, Autonomie und Bindung sind zumindest phänomenologische strukturdeterminanten der Formkreise, weil das ist das. Die Anomalie der außergewöhnlichen Erfahrung besteht phänomenologisch darin, dass entweder Autonomie da ist, wo sie nicht hingehört, oder Bindung da ist, wo sie nicht hingehört. Dann hängen auch noch tatsächlich die Formkreise signifikant in der Lebenswelt mit sozialer Bindung zusammen. Und es gibt Indizien, das ist eben weiter zu untersuchen für den Zusammenhang mit konkret mit Bindungsstilen. Und dann kann man sich natürlich fragen, ob Autonomie und Bindung eben Grundbedürfnisse und Strukturdeterminanten sind und ob nicht die Rückwirkung, also unsichere Bindungsstile, nicht eine Rückwirkung haben auf diese strukturdeterministische Ebene und dann Phänomene induziert werden können, weil Verletzung der Grundbedürfnisse strukturdeterministische Rückwirkungen hat, weil Autonomie und Bindung als Strukturdeterminanten absolut fundamental sind und es kein lebendes System gibt, das nicht durch Selbstorganisation und strukturelle Kopplung gekennzeichnet ist, das heißt durch Autonomie und Bindung. Dann ist eben natürlich das so ein Punkt, das spielt in unserer Beratung eine zentrale Rolle, außergewöhnliche Phänomene als Repräsentation von blockierter Autonomie oder Bindungsstreben auch irgendwie mal wahrzunehmen und dann auch entsprechend zu explorieren. Damit hätten wir dann einen bindungstheoretischen Ansatz für die Beratung Psychotherapie bei AGE, bei Menschen, die dadurch belastet sind. Und der wäre auch innovativ und neu. Vor allen Dingen, wenn er noch so einen theoretischen, konzeptuellen Unterbau hat. Ja, und da ist es dann eben jetzt ist genau der Punkt, jetzt müssen wir das mal systematisch weiter erforschen. Jetzt wollen wir erst eine kleine Pilotstudie machen mit 30 Ratsuchenden, mit denen wir jetzt wirklich echte Bindungsinterviews machen mit dem erwachsenen Bindungsprototypen-Rating. Und dann 5 Ratsuchende, die je einen Formkreis repräsentieren, um da zu schauen, ob die Hypothesen, die ich da entwickelt habe, also da wären jetzt spezifische Aussagen, wir würden jetzt ganz bestimmte Bindungsstile bei Menschen mit bestimmten Formkreisen erwarten. Und wir machen diese Bindungsinterviews und wir machen die auch so, dass immer 2 Leute die auswerten, unabhängig voneinander, also Reliabilitätsprüfung und so weiter. Und das ist ein etabliertes Verfahren. Und da schauen wir mal, ob sich da was zeigt. Und wenn das so sein sollte, dann wäre das vielleicht mal eine größere Sache, auch für Drittmittel einwerben und dann vielleicht mal auch mit Kooperationen da wirklich ein Forschungsparadigma draus zu machen. Wen das interessiert, in diesem Artikel Psychotherapy Section Review, da steht so ziemlich viel von dem drin, was ich hier erzählt habe. Das kann man runterladen. Und wer sich für die ganzen statistischen Details interessiert, auf die ich hier nicht eingegangen bin und alles Mögliche, demnächst wird dann jetzt auch irgendwie mal meine Arbeit publiziert und dann kann man das alles nachlesen. Vielen Dank.